Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Filmranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Glotzt nicht so romantisch! Der 24-jährige Bert Brecht hat über Nacht das dichterische Antlitz Deutschlands verändert. Und haben Sie dir unter Goethe und Schiller ja gerade noch einen Platz gelassen? Ja, ich bin der Nächste. Schreibst und schreibst und fühlst dich uns allen überlegen. Der Ausspruch, dass es süß und ehrenvoll sei, für das Vaterland zu sterben, kann nur als Zweckpropaganda gewertet werden. Recht, es ist eine Enttäuschung. Ich bin nichts Besonderes. Das kann sich ändern. Die Paula? Steht's mit der? Paula muss bald zur Beichte. Unser Kind, es darf hier nicht zur Welt kommen. Ich bin eine Zigeunerin. Ich brauche jemanden, der anders ist. Was will dieser Widerling von dir? Sag ihm, dass du jetzt zu mir gehörst. Jeden Tag denke ich an dich. So ein liebes Kind. Brecht, steht hier mein Bett für die Nacht? Er will alle und alles. Das ist gut. Das riecht nach Theater. 500 Vorstellungen in Berlin. Jetzt hast du die Stadt erobert. Wir sind jetzt im sozialistischen Deutschland. Wir arbeiten am Aufbau einer neuen Gesellschaft. Bitte, das kommt von ganz oben. Ist es das wert? Wenn ich kein eigenes Theater kriege, dann baue ich hier ab. In diesem Land wird jeder Text von der Partei kontrolliert. Ich habe unterschrieben, nicht über den Fall zu sprechen. Der polnische Offizier hat mir die Abschrift vertraulich zukommen lassen. Stalin ging den Weg des Terrors. Die es geheim halten wollen, haben recht. Man kann es nicht veröffentlichen. Wir sind nicht genau das, was Sie wollen. Aber Sie wollen nicht verlieren, was Sie mit uns haben. Es war eine große Liebesbeziehung. Das hat alles sehr, sehr wehgetan. Ich wollte nicht viel. Wirklich. Ich wollte einfach ein ganz normales Leben. Hey, hey, hey. Stopp. Wo ist meine Schwester? Sie ist gestorben, bevor sie operiert werden konnte. Meine Schwester war sehr krank. Steig ein. Und hatte ständig Angst, mir passiert was. Als wir in deinem Auto waren. Da war ich froh, dass sie tot ist. Hallo? Aufwachen. Geht's Ihnen gut? Irgendwas stimmt nicht mit mir. Sie sind auf einen Polizisten losgegangen. Haben hier rumgebrüllt wie eine Irre. Sie spricht auf den Anrufbeantworter. Hey, Schwester. Ich will das alles nur vergessen. Aber sie lässt mich nicht. Sie ist irgendwie noch da. Ich weiß, was du willst. Du willst ein normales, schönes Leben. Aber erst musst du sicher sein. Ich sorge ein für alle Mal dafür, dass du sicher bist. Ich finde euch. Seit ich dich kenne, tust du nichts anderes, als den Tod zu verdrängen. Jesse ist tot. Ich verdränge das nicht. Ist dir klar, was du mir gerade erzählt hast? Sie hat nie verkraftet, was sie uns angetan haben. Schau mal da ist er. Der Ballaton. Westdeutsche. Sag mal, können wir euch irgendwohin mitnehmen? Wo soll es denn hingehen? Einfach geradeaus bis zum Balaton. Was ist denn da? Ein Pionierlager. Dann seid ihr von drüben. Was ist denn das? Das ist das neue Album von Depeche Mode. Übelst gut. Kriegt ihr das bei euch auch einfach so? Na klar, Depeche Mode, The Cure, Pet Shop Boys. Naja, ehrlich gesagt kriegen wir das nur bei Westwind. Auf Wiedersehen. Na hoffentlich. Badestruderkader. Ihr macht 20 Bahnen jeden Nachmittag.
Habt ihr noch einen Platz für den dritten? Nee. Aber einer Meinung seid ihr immer. Fast immer. Du siehst ja aus wie Kathi Witt. Wenn man tanzen geht, dann will man ja nicht aussehen wie ein Ruderer. Warum kommst du nicht einfach mit nach Hamburg? Dann können wir uns sehen, wann wir wollen. Könnt ihr hier nicht eure Westkontakte pflegen? Mit sowas könnt ihr eure ganze Zukunft versauen. Das mit den Jungs ist zu gefährlich für uns. Wir sind aber hier in Ungarn. Wir sind nicht in der DDR. Pass auf, ich habe mit den Jungs gesprochen. Wir würden es machen. Du spinnst. Ich meine es ernst. Ich nehme dich und Isa mit. Du kennst ihn doch erst ein paar Tage. Es hat sich aber noch nie so angefühlt. Ach, ist das romantisch hier. Was ist denn, wenn ich ihn nie vergesse? Vielleicht passiert sowas einmal im Leben. Drehen wir Hunde in 3 Tagen ab, was machen wir denn dann? Why don't you start by being honest with me? I've never told anyone. Maybe you should. When I was young, I had an affair. She was a friend of yours? A kind of friend. She liked being read to. You never tell me what you've been studying. I'm studying a play. You can read it. I'd rather listen to you. Sing to me of the man, Muse. The man of twists. Twists and turns, driven time and again off course. Why do you leave early? He always leaves early. The affair only lasted a summer. I can't live without you. Even the thought of it kills me. Do you love me? Excuse me? I'm looking for Hannah Schmitz. Schmitz has left. Left? Did she say where she was going? Silence in the court! Nazi! I'm going to take these cases one by one. My name is Hannah Schmitz. You joined the SS in 1943. They were looking for guards. I was a law student. I remember very clearly. Societies think they operate by morality, but they don't. Each of the guards would choose a certain number of women. In the evening, Hannah Schmitz asked them to join her. She was making these women read aloud to her. You keep telling us to think like lawyers. What are we trying to do? We are trying to understand. Look at that woman. Which woman? The woman you're always staring at. I don't know which woman you mean. Did she acknowledge the effect she had had on your life? She had done much worse to other people. You were picking women out and saying, you and you and you have to be sent back to be killed. No, no. Have you spent much time thinking about the past? Doesn't matter what I think. It doesn't matter what I feel. The dead are still dead. Woche möchte ich ausgehen. 7-mal möchte ich glücklich sein mit dir. Der Adenauer, der macht das schon. Er ist der Kapitän. 7-mal, das ist meine Lieblingszahl. Da draußen läuft ein Mörder frei herum, Mitglied der Waffen-SS. Interessiert es Sie? Sie? Die größte Menschheitskatastrophe gerät hier einfach in Vergessenheit. Wovon reden Sie denn? Dass ein deutscher Staatsanwalt nicht weiß, was in Auschwitz passiert ist, ist eine Schande. Das ist alles Propaganda. Die Sieger dürfen rumlaufen und Geschichten erfinden. Haben wir eine konkrete Tat? Ein konkretes Opfer? 10 Millionen Nazis. Und diese Idioten haben alles aufgeschrieben. Herr Generalstaatsanwalt Bauer, das sind offizielle Listen von der Lagerleitung Auschwitz. Das sind doch Beweise, oder? Wer sind eigentlich unsere Verdächtigen? Alle. Wie alle? Alle, die dort gedient haben. Das waren doch Soldaten. War doch ihre Aufgabe. Dieses Land will Zuckerkuss. Das will die Wahrheit nicht wissen. Ich würde gerne mithelfen bei den Ermittlungen. Herr Rettmann, Sie werden nicht mithelfen. Sie werden diese Ermittlungen leiten. Mein letzter Fall war vorher nur eine Wahlerlaubnis.
Ich will wissen, was dort passiert ist. Wissen Sie, was Sie da anrichten? Wollen Sie, dass sich jeder junge Mensch in diesem Land fragt, ob sein Vater ein Mörder ist? Ich will, dass diese Lügen und dieses Schweigen endlich aufhören. Wir haben Grund anzunehmen, dass im Lager Verbrechen begangen wurden. Da wurden umgebracht Hunderttausende. Mengele ist in Buenos Aires. Das ist der Haftbefehl. Südamerika, das ist so weit weg. Die Deutschen müssen sehen, was da für Verbrechen begangen wurden. Von ganz normalen Menschen. Du bist unausstehlich geworden. Du siehst nur noch das Schlechte. Du bist blind. Ich sollte man vergasen, du Lump. Sagen Sie endlich die Wahrheit. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.